Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Für 2 Tage steht der Rieder Messefrühling wieder im Mittelpunkt des Interesses. Die Guten Appetit, die 50 Plus und das Thema Familienglück bieten eine große Palette an interessanten Infomöglichkeiten an. Die Eröffnung brachte Einblick in unsere Nahrungsgewohnheiten. Ein großartiges Angebot. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder sehr, sehr viele Aussteller hier in Ried bekommen haben, die den Mittelpunkt der Lebensmittelversorgung und dieser breiten Vielfalt, wie die Bäuerinnen und Bauern auf den Tisch stecken, heute auch anbieten. Wir sind ein starkes Agrarbundesland. Wir sind ein starkes Bundesland, wo Bäuerinnen und Bauern dafür arbeiten, dass mit hoher Qualität Lebensmittel auf den Tisch kommen. Und gerade die Direktvermarktung ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Von vor 10 Jahren knapp 2000 Betrieben sind wir heute bei fast 2500 Betrieben. Also durchaus ein wachsender Bereich, wo wir direkt zu den Konsumenten und Konsumentinnen, zu ihnen kommen wollen mit unseren Produkten in einer sehr hohen Qualität. Ried steht heute ganz im Zeichen von Genuss, Kulinarik, Regionalität, unseren Familien und diejenigen, die die Familienplanung quasi schon abgeschlossen haben. Ried verbindet nicht nur dieses Wochenende die gesamte Region. Wir sehen uns als regionaler Nahversorger für Kultur, Kunst, Sport, unsere Vereine und Bildungszentrale, nicht nur für unsere Kleinsten, sondern in der städtischen Bibliothek, sondern insbesondere auch in der Erwachsenenweiter- und Fortbildung. Und eines darf ich mir erlauben, heute anzubringen: genau diese Institutionen und monetär die letzten 2% des Stadtbudgets sind aktuell gefährdeter denn je. Viele Aussteller zeigen in allen Messehallen ihr Angebot. Die Kulinarik ist wie immer ganz im Vordergrund. Naja, die Beliebtheit von Schweinefleisch bei den Verbrauchern ist österreichweit gleich, würde ich sagen. Aber die Produktion ist sehr stark in Oberösterreich fokussiert, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark. Warum? Weil dort die bäuerliche Mentalität und auch die agrarische Struktur ideal geeignet ist für diese Rohstoffproduktion, für alle Fleisch-, Wurst- und Schinkenprodukte, die österreichweit und weit darüber hinaus sehr gerne gegessen werden. Man sieht da ein ganz ein großes Spektrum in der Guten Appetitmesse hier in Ried, welche Produkte die Landwirtschaft anbietet. Und ich glaube, das ist einfach sehr gut, gesund und vor allem regional. Und das hilft den Landwirten und hilft auch den Menschen, weil sie ihn gesund ernähren können. Gute Stimmung, viele Besucher, sehr abwechslungsreiches Programm. Sind wir zufrieden, wie es angelaufen ist. Jeweils von 10 bis 17 Uhr, die Weinhalle heute noch bis 21 Uhr und das ab 16.30 Uhr auch bei kostenlosen Eintritt. Künstlerische Vorführungen? Pausenlos natürlich. Erstens sind die Künstler, sind die Köche, die auf den Kochshows ja im Stundentag da kochen. Dann weiters natürlich gibt es eine Unterhaltungsbühne, wo auch von Line Dance über ganz viel Programm ist. Dinoland präsentiert sich. Also es ist jede Menge zu sehen, zu kaufen und es gibt auch viele Genussstände. Eine eigene Spielehalle bringt einfache Unterhaltungstipps. Auch die Lieblingstiere der Jugend dürfen im Streichelzoo nicht fehlen. Stopp. Wen haben wir denn da? Das ist der kleine Paul, unser Diplodocus-Baby, das heute schon ganz nervös ist, weil um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr gibt es in der 17er Halle Showtime und da ist er absolut im Mittelpunkt. Ansonsten, wir haben in der Halle 12 einen tollen Stand mit Infos über die Neuigkeiten, die es in diesem Jahr ab Ostern, ab Karfreitag bei uns im Dinoland Katzenberg gibt. Wir freuen uns schon riesig auf viele Besucher wieder. Der Messefrühling dauert noch bis Sonntag 17 Uhr.